So, schönen guten Morgen. Hier haben wir unsere erste Nacht on the route wieder verbracht. Ein schöner Stellplatz, ganz groß und ruhig. Ganz, ganz still. Wir sind die Einzigen hier an einem Museum, wo alte Maschinen, Traktoren, Lokomotiven, Kriegsmaschinerie, Flugzeuge und so weiter ausgestellt, also restauriert wurden und ausgestellt werden. Ziemlich groß alles. Wir waren auf der Hinfahrt schon mal hier. Und ich habe jetzt gerade schon meine ersten zwei Hundegänge hinter mir. Mache jetzt für euch noch einen dritten, weil einfach das hier so total schön ist auf dem Platz. Dass es ein paar ganz nette Sachen zu sehen gibt. Gut, so sieht das aus. Ganz großzügig, Riesenbäume. Viel Platz und wir sind echt die Einzigen hier. Auf der Hinfahrt waren wir schon mal hier und hatten ein anderes Wohnmobil noch. Da war noch Hauptsaison der Franzosen, Urlaubssaison, trotzdem nur ein anderes Wohnmobil. Das Ganze ist in der Nähe von Marnay bei Azay-le-Rideau. Das ist ein ziemlich bekanntes Museum hier in der Gegend. Meine Söhne fanden besonders die Waffensammlung ganz nett, die in drei Zimmern, also Räumen des Museums ausgestellt werden mit ganz vielen Gewehren und Säbeln und eine komplette Samurai-Ausrüstung, die vom Besitzer des Museums irgendwo unter einem Apfelbaum liegend gefunden wurde, total durchweicht vom Regen. Der brauchte die gar nicht groß zu restaurieren, die war so gut erhalten noch. Der hat die mitgenommen, getrocknet und auch die steht sehr zur Begeisterung meines großen Sohns, dem Janko, der ein großer Japan-Fan ist, steht da auch in einem Raum des Museums. Wahrscheinlich hatte die da irgendwie unter dem Apfelbaum oder auf dem Feld als Vogelscheuche gedient. So die Vermutung der Betreiber hier des Museums, die das, die Beschilderung geschrieben haben. So, es ist relativ früh morgens, glaube ich. Ich bin aber schon eine Weile auf. Wie ihr vielleicht hört, wunderschöne Stimmung, die Vögel zwitschern. Dazu singen mal ein paar Krähen im Baum. Und hinten im Museumsbereich, der ist ja, weiter da, da gibt es irgendwelche Gänse, die auch lauthals schnattern, die bestimmt zu irgendwelchen Weihnachtspasteten verarbeitet werden, so wie ich die Franzosen hier kennengelernt habe. Hier ist freundlicherweise unser Parkplatz ausgeschildert. Genau, da ist das Zeichen von Transpassion. Also wirklich eine echt tolle Sache, von der ich total begeistert bin. Diese kostenlosen Stellplätze für eine Nacht, für autarke Wohnmobile, kreuz und quer durch Frankreich. An der Küste gibt es vielleicht nicht ganz so viele, aber im Landesinneren findet man ganz, ganz häufig vieles. Wirklich eine schöne Sache. Und da ist der Eingang zum Museum. Maurice Dufresne, das war der Herr, der hier angefangen hat mit Leidenschaft, diese ganzen alten Oldtimer und Maschinen. Und ein riesen Wasserrad gibt es im Museum drin, total beeindruckend zu sehen. Ich glaube, Durchmesser 6 Meter, was da im Inneren einer Halle Wasser schöpft sozusagen oder mit Wasser arbeitet und eine Mühle in Betrieb setzt. Ganz, ganz toll. Lohnt sich also ziemlich wirklich hierher zu kommen. Es gibt hier im Außengelände so ein paar Maschinen. Die auch ganz nice sind. Einige davon müssen, glaube ich, noch restauriert werden. Hier ist eine Lokomotive, eine Dampflok aus Belgien, die irgendwo in Frankreich dann wiedergefunden worden ist, wieder aufgetaucht ist. Der hat also kreuz und quer, regional und international, hat der Maschinen wirklich gefunden, aufgekauft, restauriert, in sehr liebevoller Arbeit und stellt die dann hier aus. Noch irgendwelche Dampfwalzen, mehr oder weniger restauriert. Die ist jetzt
Da ist der Lack ein bisschen ab, trotzdem sehr beeindruckend. Ja, und dann stehen hier in so einem abgesperrten Bereich stehen noch wirklich alte Schätzchen, die auch ziemlich verrottet aussehen, teilweise Moos und Efeu angesetzt haben, die bestimmt noch irgendwie fertig gemacht werden sollen, um dann ausgestellt zu werden. Im Hintergrund ist ein Flüsschen, wo gestern unsere Hunde sehr begeistert waren, weil es da hinten einen kleinen Zugang gibt, wo die direkt runterhupfen konnten und mal eben bis zur Brust ins Wasser sich abkühlen konnten, was trinken konnten. Ja, und das ist einfach eine total schöne Stimmung hier. Wenn ich nicht so viel labern würde, würdet ihr diese schöne Ruhe hier hören. Ein ganz interessanter Baum. Kinder und hier ist jede Menge Platz, wie gesagt, da ist wieder dieser extra eingerichtete Stellplatz, ein sehr gepflegtes Wiesengrundstück mit angepflanzten Baumreihen und total toller, diesiger Morgenstimmung gerade. Aber kalt ist es. Meine Finger, so, ich halte die Cam hier und meine Finger sind richtig, richtig kalt. So, jetzt gehen wir zum Wohnmobil zurück. Jetzt ist Kaffeezeit. Was gestern noch sehr aufregend war, hier sind die letzten Gäste des Museums, sind hinten am Eingangstor, das wird also abgeschlossen abends, sind eingeschlossen worden, weil die wohl irgendwie einen Tick zu langsam waren und die Betreiber das nicht mitgekriegt haben, dass da noch jemand ist. Da saß auf einmal ein Auto von innen vor dem Tor und hupte und der Betreiber fuhr, aber hatte das vielleicht nicht auf sich bezogen oder was, ich weiß es nicht. Und dann war groß Palaver, drei Leute drin, drei Touristen aus der Gegend von Marseille, glaube ich. Und glücklicherweise hatten wir im Wohnmobil unseren Werkzeugkasten mit unserem Schraubenschlüssel, sodass dann der Monsieur eine Angel des Tores abgeschraubt hat. Dann konnte man das ganze Tor zur Seite schieben, also irgendwie 8 Meter Tor oder so, haben die dann zur Seite geschoben. Dann sind die mit dem Auto da raus, haben das Ganze wieder angeschraubt und waren frei. So fing unser Abend hier gestern an. Das war ziemlich cool. Die Kinder hatten ziemlich Spaß. So. Und jetzt gibt's Kaffee. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hier ist jetzt nochmal unser Stellplatz in strahlender Sonne. Alle haben soweit gefrühstückt kurz. Es werden gerade nochmal Hund und Mensch ausgelüftet. Olle Hundedecken in die Sonne gehangen. Die Jungs müssen noch ein bisschen Power abbauen. Mit unserem überaus liebreizenden Prinzessinnenball. Der einzige, den wir in einem Supermarkt hier für 3 Euro noch erstehen konnten, aber Hauptsache Ball, Hauptsache rund und fliegt. Und gleich werden wir aufbrechen in Richtung Brehemont, wo wir uns gestern angemeldet haben, bei einem Kanu- und Fahrradverleih, weil wir gleich eine kleine Runde von Langeais nach Brehemont auf der Loire mit dem Kanu fahren werden. Die Mia hat da keine Lust zu, die passt auf die Hunde auf. Da kommt der Prinzessinnenball. Ja, yeah, ein richtiger Kerl schießt auf einen Prinzessinnenball. Ja, und ich nehme die Cam mit gleich zur Kanutour. Hoffe, dass wir nicht allzu sehr nass werden und dass ich für euch da auch ein bisschen was filmen kann.